Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich die Neuerscheinung aus dem Januar 2024 für euch. Im letzten Video oder in einem der letzten Videos habe ich ja gesagt, dass ich die restlichen Videos bis Weihnachten in Ugly Christmas Sweater drehen werde. Und da hat der ein oder andere mir schon geschrieben, dass in meinen letzten Videos kein Christmas Sweater zu sehen war. Nein, es war ein Wet Bandits T-Shirt von Home Alone von Kevin Allein zu Hause. Und für mich ist Kevin Allein zu Hause der absolute Vorweihnachtsfilm oder auch Kevin Allein in New York. Und deshalb zähle ich das als Weihnachtsoutfit. Aber heute habe ich mich in Schale geworfen. Heute gibt es wieder Christmas Sweater, damit sich da auch keiner mehr beschweren kann. Ja, Januar 2024 steht vor der Tür. Es sind ein paar Bücher auf meiner Liste gelandet, die ich unbedingt lesen möchte und die möchte ich euch heute vorstellen. Das Jahr startet schon sehr mystisch mit der Reihenfortsetzung und ich glaube auch dem Finale von Laura Labers Bronwick Hall. Der zweite Band heißt Dornenkrone, erscheint direkt am 2. Januar und ist im Hause Pieper zu finden. Ich habe den ersten tatsächlich noch gar nicht gelesen. Ich habe den eigentlich auf der ich habe den eigentlich auf der MagicCon kaufen wollen und habe es dann aber irgendwie total versemmelt. Die anderen Mädels von mir, ich glaube zwei oder drei Stück, haben sich das Buch gekauft und es ist halt einfach auch wunderschön. Der zweite Band ist auch wunderschön. Das heißt, das wäre wahrscheinlich wieder so ein Buch, das ich schon grundsätzlich wegen der Optik kaufen würde. Ich habe ja von Laura Labers die Emerald Witches gelesen und die Lady of Wicked oder Of the Wicked Reihe. Und ich muss leider sagen, dass sie mir beide nicht so gut gefallen haben. Deshalb bin ich ein bisschen ängstlich, mir jetzt die Bronwick Hall zu holen. Vielleicht müsste ich dann erstmal die Mädels fragen, wie sie es denn empfunden haben. Aber ja, es ist optisch sehr, sehr schön. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr, dass ich Bücher nur wegen der Optik behalte, obwohl sie mir nicht gefallen. Aber ich muss auch sagen, die ersten beiden Bände von Emerald Witches und Lady of the Wicked steht auch immer noch hier im Regal. Ja, ich gelobe Besserung. Aber jetzt erzähle ich euch, um was es im zweiten Band der Bronwick Hall geht. Legenden besagen, eine verräterische junge Frau habe vor 200 Jahren die Unterwelt zerstört und alle Hexen gezwungen, nach England ins Exil zu gehen. Die Kalten, eine gewissenlose Rebellenorganisation, sind davon überzeugt, dass jene Frau wiedergeboren wurde und sich an der magischen Elite-Universität Bronwick Hall aufhält. Der junge Professor Henry Zanes und die Studentin Plain schleusen sich bei den Rebellen ein, um mehr über deren Pläne herauszufinden. Doch je tiefer sie in die Strukturen der Organisation eindringen, desto mehr erfährt Plain über ihr wahres Schicksal. Machen wir weiter am 9. Januar. Da erscheint im Hause Carlsen der zweite Band der, wie heißt die Reihe? West Coast Skies Reihe. Der erste heißt, wo sich Licht im Wasser bricht. Das habe ich auch hier im Regal stehen. Und der zweite heißt jetzt, wo Wind und Wellen sich berühren. Und das klingt irgendwie richtig schön. Das Cover gefällt mir auch wieder sehr, sehr gut. Ich glaube, die beiden sehen auch wieder super schön zusammen aus. Ja, aber ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viel Gutes über den ersten Band gehört. Daher bin ich mir auch sehr sicher, dass er mir gefallen wird. Ich habe ihn auf meine 24 für 24 Liste gesetzt, damit ich da einfach mal ein bisschen Subabbau betreibe mit Büchern, von denen ich schon Positives gehört habe. Da bin ich irgendwie dann so ein bisschen motivierter, auch selbst schon in den ersten Monaten gut an dieser Liste zu arbeiten. Ich werde euch natürlich noch ein gesondertes Video dazu drehen, um euch zu erzählen, welche Bücher ich 24 lesen möchte. Ich weiß nicht, ob es noch in dieses Jahr reinpasst, weil ich ja noch meine Neuzugänge abdrehen muss für dieses Jahr, meinen Lesemonat für dieses Jahr abdrehen muss und noch meine Jahresstatistik abdrehen muss. Das sind noch drei Videos und ich denke, dann ist das Jahr auch schon wieder fast vorbei. Muss mal gucken, wie ich das handhabe. Und dann kommen ja noch die Unboxings von meinen Weihnachtswichtel-Paketen. Also wir haben noch einiges vor, Leute. Seid gespannt auf das neue Jahr. Da habe ich mir auch ein paar neue Formate überlegt. Aber dazu im Laufe der nächsten Wochen mehr. Jetzt geht es darum, was in Wo Wind und Wellen sich berühren passiert. Oder was der Klappentext verspricht. Die Sterne in unseren Händen. Rena, Shane und Caden. Die drei verbindet eine jahrelange Freundschaft.
Als Caden nach einem Sturm in seine Heimatstadt San Diego zurückkehrt, um beim Wiederaufbau der zerstörten Rettungsstation für Seehunde zu helfen, fällt Rena die Nähe zu ihm schwer. Stabil und vertraut, das ist sie mit Shane, denn sie sind inzwischen ein Paar. Intensiv und magnetisch, das fühlt sie plötzlich mit Caden. Aber verzichten kann sie auf keinen der beiden. Je tiefer die Gefühle werden, desto stärker muss sie sich die Frage stellen, ob Liebe wirklich so begrenzt ist. Am gleichen Tag wird auch im Hause Koppenrad ein neues Buch erscheinen, und zwar Hunting Souls, unsere verräterischen Seelen von Tina Köpke. Ich habe tatsächlich von ihr noch gar nichts gelesen, bin da komplett, ja, jungfräulich an die, muss da komplett jungfräulich an die Sache rangehen. Aber das Cover ist zum Beispiel wieder so eins, das ich definitiv im Laden kaufen würde oder das ich auf jeden Fall in die Hand nehmen würde, um mir den Klappentext durchzulesen. Und das ist schon mal 50% von der Miete. Ja, wir haben irgendwie dieses Jahr oder Anfang des neuen Jahres super viele schöne Cover. Ich bin echt so ein Coveropfer. Das ist so schlimm. Ich hoffe einfach, dass das im neuen Jahr ein bisschen besser wird. Jetzt erzähle ich euch aber, um was es im Buch geht. Fühlst du meinen Herzschlag? Spürst du das Kribbeln auf der Haut? Das darf nicht sein. Katrina Smith ist 18 Jahre alt, Highschool-Schülerin und seit einem Jahr untot. Ein Glücksfall ist sie so doch endlich diesen mühsamen Gefühlskram los. Schmerzen, Eifersucht, Aufregung, nicht mehr in ihr Problem. Dafür ist sie stark und passt viel besser in ihre außergewöhnliche Familie aus Vampiren, Hexen und Werwölfen. Doch das alles ändert sich, als der neue Nachbarsjunge Tate Walker bei ihnen klingelt. Der ist nicht nur unverschämt gut aussehend, sondern leider auch Mitglied einer Familie von Jägern, den Erzfeinden aller Übernatürlichen. Katrina ist sofort bereit, mit diesem nervigen Tate kurzen Prozess zu machen. Aber dann geschieht das Unglaubliche. Die Walkers greifen nicht an, sondern bitten die Smiths um Hilfe. Und Katrina und Tate kommen sich näher, als beiden lieb ist. Denn nach einem missglückten Seelenfluch können sie sich nur noch wenige Meter voneinander entfernen. Mehr Horror geht nicht, selbst für eine Untote. Wäre da nicht Katrinas verräterisch totes Herz, das plötzlich wieder sanft zu schlagen beginnt. Erinnert mich so ein bisschen an Supernatural oder hat für mich so Supernatural-Vibes. Also ich glaube, dieses Buch wird sowas von auf meiner Wunschliste landen oder auf meinem Sub. Am 10. Januar erscheint das dritte Buch der Jetzt-Reihe von Gabriela Santos de Lima. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe Band 1 und 2 tatsächlich schon hier liegen und habe mir gesagt, ich warte jetzt einfach noch bis Januar, bis der dritte Band auch erscheint. Dann kann ich einfach alles in einem Rutsch lesen. Band 1 habe ich nämlich auch auf meiner 24-24-Liste. Ich sollte euch aufhören, das jetzt schon zu verraten, weil das Video ja noch kommen wird. Aber ja, das Buch habe ich ja von Evi bekommen, hier aus unserer Buchhandlung. Es ist ein Leseexemplar für Buchhändler und die haben hier bei uns das Lager ein bisschen ausmisten wollen, und da Evi da jemanden kennt, hat sie mir das Buch organisiert und das fand ich sehr, sehr cool. Ja, und jetzt erzähle ich euch, um was es in dem dritten Band geht. Die kann man nämlich auch unabhängig voneinander lesen. Nichts hielt für immer an, das wusste ich, aber in diesem Moment waren wir endlos. Am ersten Tag des neuen Jahres gibt Amanda sich ein Versprechen. Die nächsten 365 Tage werden anders. Sie wird anders. 4 Jahre, nachdem ihre erste große Liebe ihr das Herz zerbombt hat, trifft sie auf Emil. Emil, den Künstler. Emil, der so frei ist, wie Amanda es immer sein wollte. Emil, der sie dazu bringt, endlich wieder einen Pinsel in die Hand zu nehmen. Amanda lässt sich auf den Deal ein, doch schnell wird klar, malen mit Emil ist nicht nur malen. Und so muss sie sich fragen, was tust du, wenn die Person, die dich plötzlich alles wieder fühlen lässt, der beste Freund deines Bruders ist? Ja, ist ein Grund, aber kein Hindernis, würde ich jetzt fast mal behaupten. Ja. Auf das nächste Buch freue ich mich persönlich sehr, sehr arg, weil es das Buch einer lieben Freundin ist, die jetzt ja bei Piper was Neues veröffentlicht, und ich freue mich so unnormal drauf. Es kommt auch im Laufe des Jahres noch ein weiteres Buch von ihr zusammen mit einer anderen Freundin von mir. Also die bringen was als Autorenduo auf den Markt. Ja, jetzt geht sie aber im Sologang. Es ist, glaube ich, ihr drittes Buch. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, es ist ihr drittes Buch. Getting Closer heißt das gute Stück. Wird, wie gesagt, im Hause Piper veröffentlicht. Und ja, wenn man einmal ihren Schreibstil kennt, dann weiß man einfach, egal was sie auf den Markt bringt, es wird einfach super witzig werden. Und ja, es ist halt ein Buch, das bedient super viele Klischees oder macht sich so ein bisschen über Klischees lustig. Und das, ja, reizt mich ganz besonders. Aber ich lese euch einfach den Klappentext vor und dann wisst ihr, was ich meine. Typisch Frau, typisch Mann, auf gar keinen Fall. Wenn ich
eines hasse, dann ist es Überheblichkeit von Lennox Collister. Der Kerl denkt, er sei Gottes Geschenk an die Weiblichkeit. Manchmal frage ich mich, ob es daran liegt, dass ich ihm als Sechsjährige im Sandkasten einmal die Schaufel zu fest über die Birne gezogen habe. Früher waren sie beste Freunde, nun können sie einander nicht mehr ausstehen. Cheerleader Mana kann nicht vergessen, was damals zwischen ihr und Lennox passiert ist. Nun ist er aber ein beliebter Footballspieler, arrogant, herablassend und wirft mit Vorurteilen um sich. Als sie für ein College-Projekt Zeit miteinander verbringen müssen, sind daher beide nicht begeistert. Der Dozent verlangt, dass die Studierenden die Hobbys und Angewohnheiten der jeweiligen Partner kennenlernen, um Klischees zu überwinden und Verständnis aufzubauen. Zwischen Sporttraining, Gesichtsmasken und Camping lernen Mana und Lennox einander neu kennen. Können sie hinter sich lassen, was sie damals getrennt hat? Am 12. Januar kommt der zweite Band der Bright Falls-Reihe auf den Markt. Der heißt Astrid Parker Doesn't Fail. Das Ganze wird im Hause Moon Notes veröffentlicht. Und wie man Cover sieht, hätte ich das gar nicht vorher erwähnen müssen, weil die Moon Notes Cover einfach, ja, einfach direkt zu erkennen sind. Nennen wir es einfach mal so. Für die Interior-Designerin Astrid Parker ist Versagen keine Option. Sie hat sich vor einem Jahr von ihrem Verlobten getrennt, konzentriert sich voll und ganz auf ihre Karriere. Als Prue Everwood sie bittet, die Renovierung des Everwood Inn zu übernehmen, die auch noch in der Heimwerker-Show Inside America ausgestrahlt werden soll, zögert Astrid keine Sekunde und stürzt sich in die Arbeit. Allerdings hat sie nicht mit Jordan Everwood gerechnet, Prues Enkelin, die als Schreinerin die Renovierung des Lokals begleitet. Prue und Jordan geraten ständig aneinander und stehen der Arbeit des jeweils anderen, wo es nur geht, im Wege. Für die Produzentinnen der Reality-Show sind die beiden Frauen bestes Entertainment. Doch dann muss Astrid entscheiden, wie weit ist sie bereit, für ihre Karriere zu gehen. Erfüllt sie weiter die Erwartungen der anderen oder beginnt sie endlich ein Leben, das nur sie glücklich macht? Ebenfalls am 12. Januar kommt der dritte Band von Andreas Dutters Zodiac Love Reihe auf den Markt. Der dritte Band heißt... Infinity in Our Hearts. Ich habe den ersten Band hier im Regal stehen, ungelesen. Habe den euch auch schon ein paar Mal in meinem What I Read Next Video vorgestellt, aber irgendwie wolltet ihr nicht, dass ich es lese. Dabei geht es eben in der Reihe um Sternzeichen. Und gerade gestern habe ich noch einen Anruf geführt, wo wir überlegt haben, ob mein Sternzeichen und die Charaktereigenschaften, die man einem Zwilling nachsagt, zu mir passen. Und mein Freund ist Schütze und hat dann auch überlegt, ob diese Schütze-Eigenschaften zu ihm passen. Und im ersten Band geht es halt viel um Dating mit verschiedenen Sternzeichen, was ich total witzig finde. Und ich kann mir echt nicht erklären, warum ich es immer noch nicht gelesen habe. Aber ja, jetzt kommt, wie gesagt, der dritte Band und da heißt es: Nach einigen schweren Enttäuschungen hat Robin der Liebe endlich abgeschworen und konzentriert sich voll und ganz auf seinen Job. Schon wieder, wie im Buch zuvor, auf seinen Job im luxuriösen Royal Hotel in Cork. Doch eines Tages hängt dort ein Plakat, das den Star-Astrologie-Podcaster Brody Merrick ankündigt, der Robin vor Jahren das Herz gebrochen hat. Jetzt wird Brody nicht nur am University College Cork Astrologie-Seminare geben, er soll während seiner Lehrtätigkeit auch im Royal Hotel wohnen. Die Sterne meinen es offenbar gar nicht gut mit Robin. Immer tiefer verstrickt er sich in ein Netz aus Lügen, bis schließlich einfach alles auf dem Spiel steht. Robins Karriere, sein Ruf und sein Herz. Die nächste Autorin mag ich auch unheimlich gerne. Ich habe gefühlt jedes Buch von ihr gelesen und wirklich weginhaliert. Sie hat einen wundervollen Schreibstil und jetzt wird ihr neues Buch erscheinen. Ich spreche natürlich von Melanie Lane's Wild Dreams. Da freue ich mich wirklich unheimlich drauf. Das heißt Jetzt und für immer im Untertitel. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie uns da Tolles präsentiert. Ich finde sie super sympathisch. Ich mag ihre Bücher unheimlich gern und freue mich jedes Mal, wenn sie irgendwie released, dass da etwas Neues erscheinen wird. The secret ingredient is always love. Kann ein heißer One-Night-Stand mehr werden? Die taffe Violet ist sich sicher, dass sie den attraktiven Koch Jax mit all seinen Tattoos und dem Charme nie wieder sehen wird. Immerhin lebt sie in New York und er in L.A. Doch dann kreuzen ihre Wege sich auf wundersame Weise und die beiden werden zu unfreiwilligen Mitbewohnern, auf Zeit. Obwohl weder Violet noch Jax auf der Suche nach einer Romanze sind, lodert das Feuer zwischen ihnen hoch. Von der nächsten Autorin habe ich tatsächlich auch noch nichts gelesen, aber das Cover hat mich gecatcht, der Klappentext hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und deshalb habe ich es einfach mal mit auf die Liste gemacht. Man muss ja auch immer mal seinen Horizont erweitern. Das Ganze heißt Love Game und die Autorin heißt Lynn Painter. Das Ganze erscheint bei Goldman, genau.
Und ich bin tatsächlich sehr gespannt. Beides hat mich sehr gecatcht und ich habe es auch bei Rido und überall schon auf meine Wunschliste gesetzt. Als Hallie Piper aus dem Hotelzimmer eines One-Night-Stands schleicht, wird ihr klar, es ist Zeit, erwachsen zu werden. Und weil dazu eine Beziehung gehört, meldet sie sich bei einer Dating-App an. Diese schlägt Hallie ausgerechnet Jack Marshall vor, den Mann, mit dem sie besagte Nacht verbracht hat. Jack ist nicht nur extrem sexy, sondern bringt sie auch zum Lachen. Aber er kann nicht der Richtige sein, schließlich hatte er sich gerade erst von seiner fast Verlobten getrennt, als es zu der heißen Nacht mit Hallie kam. Also gibt sie ihm via App eine Abfuhr. Aber die beiden schließen trotzdem Freundschaft und es kommt zu einer Wette. Wer zuerst die Liebe findet, gewinnt. Blöd nur, dass sie ihre Zeit lieber miteinander verbringen, als mit der Suche nach Traumpartnern. Und dann bietet Jack seine Dienste als Fake-Date für ein Wochenende an. Das nächste Buch freue ich mich schon so unnormal, weil sie eine meiner allerliebsten Autorinnen hier im deutschsprachigen Raum ist. Lena Kiefer ist einfach, ja, für mich etwas, was nicht aus der deutschen Buchszene rauszudenken ist. Ich habe ihre Westville-Reihe geliebt, was hier quasi der Vorreiter ist. Also das Buch, das ich euch gleich vorstellen werde, ist quasi ein Spin-off von Westville. Ich habe ihre Don't Love Me-Reihe oder Don't-Reihe gemocht. Aber ich habe auch ihre Knights-Reihe geliebt. Und natürlich auch Ophelias Gale, auch wenn ich die aktuell nicht im Regal stehen habe, weil ich mir die neue Ausgabe kaufen möchte. Aber ja, Lena Kiefer bringt ein Spin-off zu Westville raus. Da geht es ja wirklich um die High Society in New York, was eigentlich so ein bisschen Gossip Girl-Style hat. Und den Charakter, um den es geht, den kennen wir auch schon. Es ist nämlich Elijah und den mochte ich in der Reihe sowieso schon super gerne. Am 23. erscheint der erste Band der Reihe. Und ich habe ihn tatsächlich auch schon vorbestellt, weil ich ihn ganz dringend weginhalieren möchte. Elijah Coldwell hat sein Leben unter Kontrolle. Studium, Firma, Sport, alles ist strengstens durchorganisiert. Die Ängste, die ihn seit seiner Entführung in der Kindheit quälen, hat er auf diese Weise im Griff. Nur sich zu verlieben, kommt für ihn nicht in Frage. So groß ist das Risiko, noch einmal so verwundbar zu sein wie damals. Und dann trifft er auf Felicity Everhart, die ihn mehr fasziniert als irgendjemand zuvor. Eigentlich hat Felicity gerade andere Sorgen, bemüht sich doch vergebens darum, endlich ihrem Vater näher zu kommen. Der hat zwar ihr Traumstudium an der Kunsthochschule in New York finanziert, von dem sie sonst jedoch kaum etwas weiß. Aber das, was zwischen ihnen ist, könnte weder Elijah noch Felicity lange ignorieren. Nichts ahnt, dass ihre Liebe unter denkbar schlechten Vorzeichen steht. Denn als Elijah neue Hinweise zu seinen Kidnappern erhält, führt die Spur ausgerechnet zu Felicitys Vater. Ebenfalls am 23. Januar erscheint der zweite Band der Starling Knights Reihe von Merit Niemeyer. Ich habe den ersten Mal tatsächlich auch noch nicht gelesen, habe aber schon viel Positives davon gehört. Deshalb hat es das zweite Buch dann jetzt auch in das Video geschafft. Und da habe ich bisher noch gar keinen Bezug dazu, deshalb lese ich euch einfach den Klappentext vor und dann machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Nach den sich überschlagenen Ereignissen stehen die Starre vor der Frage, wie es weitergehen soll. Im Gegensatz zu Cliff möchte Ashton sich nicht damit abfinden, sein Dasein voll uneingeschränkter Möglichkeiten einfach aufzugeben. Umso erleichterter ist es, als er herausfindet, dass es einen Weg gibt, die alte Ordnung wiederherzustellen. Als sich jedoch herausstellt, dass er dafür ausgerechnet Zoes Hilfe benötigt, steht er vor einem Problem. Denn seit Zoe die Wahrheit über Ashton und die Starre erfahren hat, möchte sie nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Doch Ashton gibt nicht auf. Um sich und seine Freunde zu retten, muss er dafür sorgen, dass sich Zoe in ihn verliebt. Auch wenn das bedeutet, sich Gefühlen zu stellen, die er sich bereits vor langer Zeit verboten hat. Die nächsten beiden Bücher erscheinen beide am gleichen Tag, beide im Hause Lyx, wie das ja dort so gang und gäbe ist. Und das erste davon wäre The Brightest Colors von Kate Atkins. Von ihr habe ich tatsächlich auch noch nichts gelesen, aber ich mag sie persönlich sehr gern. Also ich finde sie sehr sympathisch, zumindest so ihren Online-Auftritt bei Instagram und so. Und ich finde auch ihre Covers sind immer wunderschön. Hier geht es jetzt ein bisschen so um Make-up. Das ist ja nicht 100% meine Schiene, weil ich ja super vieles nicht vertrage und dementsprechend auch immer recht wenig geschminkt bin. Aber ich durfte im letzten Jahr ja ein weiteres Buch, das das Thema Make-up betrifft, lesen. Und da hat es mich gar nicht gestört. Von daher warten wir mal ab, wie es hier wird. Alles zerbricht, aber wir sind unzerstörbar.
Seit Make-up-Artist Mia Knight denken kann, ist sie ihrem Kindheitsfreund Rowan nicht von der Seite gewichen. Nicht als er nach London zog, um seinen Traum zu leben, nicht als er als Sänger von Parallel weltberühmt wurde. Immer für ihren besten Freund da zu sein, ist für Mia selbstverständlich. Genauso wie es selbstverständlich ist, dass das zwischen ihnen niemals mehr als Freundschaft sein wird. Ganz egal, was sie tatsächlich für Rowan empfinden mag. Das, was sie haben, ist einzigartig, unzerstörbar. Etwas, das niemand für die flüchtige Chance auf Liebe riskieren würde. Niemand außer Rowan. Und das zweite Buch, das bei Lux erscheint, ist der finale vierte Band von Ava Reeds Whitestone Hospital Reihe. Safe Dreams heißt Band Nummer 4. Ich habe, glaube ich, tatsächlich nur den ersten gelesen und Band 2 und 3 noch nicht mal hier. Ich hatte vor, es vielleicht als Hörbuch zu hören und dann zu entscheiden, ob ich mir die Bände dann auch noch kaufe, weil, ja, das Ganze hat halt für mich zwei Seiten. Einerseits hat es totale Grey's Anatomy-Vibes, andererseits, keine Ahnung, bin ich jetzt aktuell aus privaten Gründen nicht so auf Krankenhausgeschichten aus, weil wir in der Familie ja doch ein bisschen Struggle momentan haben. Und da weiß ich halt nicht, ob es mich irgendwie triggert oder nicht. Deshalb habe ich mir überlegt, es maximal aktuell als Hörbuch zu hören. Jetzt kommt, wie gesagt, der vierte Band und da heißt es. Kann sie ihr Herz noch einmal riskieren? Jane Miller hat zurück ins Leben gefunden. Der Job als Assistenzärztin am Whitestone Hospital gibt ihr mehr Kraft, als sie jemals für möglich gehalten hätte, bis sie die Oberärztin Abby Clark kennenlernt und schließlich auch noch in die Gynäkologie versetzt wird. Abby berührt sie, aber am schlimmsten ist, dass sie hinter Janes Fassade blicken und ihre dunkelsten Momente zu erkennen scheint. Kann Jane das zulassen und ihr Herz noch einmal für einen anderen Menschen öffnen? Und last but not least schließen wir den Januar am 30. Januar mit dem neuen Buch aus dem Hause Kiss ab. Ich habe den ersten Band schon gelesen, das war nämlich When the King Falls und hab's geliebt. Jetzt erscheint der zweite Band When the Queen Rises und da freue ich mich unnormal drauf, weil diese Reihe einfach oder der Reihenauftakt einfach richtig grandios war. Ich hatte vorher noch nichts von ihr gelesen, aber das Buch hat mich nicht losgelassen, hat mich gefesselt. Ich habe es super gern gelesen und jetzt kommt, wie gesagt, der zweite und finale Band und da freue ich mich echt unnormal arg drauf. Er ist mein König, er ist mein Geliebter, er ist mein Untergang. Londons Straßen werden von Blut regiert. Nach dem gescheiterten Attentat auf Vampirkönig Benedict Tudor schlägt der Hass zwischen Menschen und Vampiren in offene Gewalt um. Florence ist als Blutbraut die menschliche Repräsentantin an Benedicts Seite und könnte eigentlich vermitteln, doch sie wird im Tower gefangen gehalten. Ursprünglich als Rebellin ins Schloss gekommen, um den König zu töten, hat sie sich gegen ihren Willen in ihn verliebt. Und diese Liebe wird ihr nun zum Verhängnis, denn Benedict hat von ihren Plänen erfahren und ihr Verrat hat ihn zu einem Monster gemacht. Ihr seht, in diesem nächsten oder in diesem kommenden Monat werden einige gute Bücher auf dem Markt erscheinen. Das eine oder andere habe ich schon angefragt, vorbestellt oder mir zumindest auf die Wunschliste gepackt. Ihr könnt mir gerne mal verraten, auf welches Buch davon ihr euch am meisten freut oder auf welches Buch allgemein aus dem Neuerscheinungskosmos 2024 euch denn sehr, sehr reizt. Ich weiß dass schon, jetzt schon, dass super viele Queen City 3 schreiben werden und da freue ich mich auch schon arg drauf. Aber ich werde auch die Tage noch ein Video drehen mit drei Bücher, ihr mögt ja die drei Bücher-Videos sehr gerne, drei Bücher, auf die ich mich ganz besonders im Jahr 2024 freue. Ich hatte erst überlegt, ein großes Video zu machen, auf welche Bücher ich mich freue. Und dann dachte ich, nein, du machst ja jeden Monat ein Neuerscheinungsvideo, das reicht dann. Und dann machst du jetzt ein drei Bücher die Video draus. Das war's jetzt von mir. Ich habe euch alle Bücher natürlich wie immer in die Infobox gepackt. Da sind die Links zu Thalia und zu Amazon. Das sind Affiliate-Links. Wenn ihr darüber irgendetwas auf der Plattform kauft, kriege ich eine kleine Provision davon und ich erwähne es immer wieder, ich bezahle davon einfach mein Dasein als Self-Publisher-Autorin, das ja nicht ganz so günstig ist. Und ja, sponsore da mein Merchandise und Co. davon, von diesen Einnahmen. Ja, das war's jetzt wirklich von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bei uns scheint herrlich die Sonne. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen wandern gehen. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz, ganz bald bei meinem nächsten Video wiedersehen. Habt's fein und bis bald. Tschüss.